Wow, das ist ja ein tolles Haus. Das muss es sein. Hey, hallo, na, wer bist du denn? Bibliothek. Ja, danke schön. Oh, hallo Katharina. Hi, Papa Muckel. Oh, schön, dass ich dich treffe. Ja, freue mich auch. Herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek Rostock. Dankeschön. Und ihr habt ja sehr, sehr viele Bücher. Ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall, ja. Wie viele sind das, Katharina? Knapp 100.000 Bücher haben wir hier bei uns. 100.000? Alle hier im Haus? Das wäre schön, wenn wir so viel Platz hätten. Haben wir aber leider nicht. Ein ganz großer Teil ist auch ausgeliehen. Ja. Und wir haben noch 5 Stadtteilbibliotheken, wo wir auch ganz viele Bücher hingestellt haben. Ach toll, das heißt, bei uns in Warnemünde gibt es auch eine Bibliothek? In Warnemünde gibt es eine Stadtteilbibliothek oder in Reutershagen oder in Groß-Klein, Lüttenklein oder in Dürkow. Überall da kannst du auch was ausleihen von uns. Oh toll, Katharina. Dann würde ich jetzt gerne alle Bücher von euch mitnehmen. Das kannst du gerne machen, wenn du mir deinen Bibliotheksausweis zeigst. Oh, ich glaube, ich hab noch gar keinen. Du hast noch gar keinen? Dann kriegen wir das hin. Dann komm mal mit, ich zeig ja, dir... Ja, cool! Schau mal, Papa Muckel. Oh. Das ist deine persönliche Bibliothekskarte. Toll, danke, Katharina. Und damit kann ich jetzt alle eure Bücher ausleihen? Das wäre schön, aber leider kannst du nur 30 Medien ausleihen. Und Medien meint auch Bücher oder Filme oder Gesellschaftsspiele. Also alles, was das Herz begehrt. Oh, das ist ja toll. Das heißt, ihr habt extra eine Abteilung für sowas? Wir haben eine Kinderbibliothek. Oh, ja, auf zur Kinderbibliothek! Hey, wer bist du denn? Hallo. Du siehst mir ein bisschen ähnlich. Spiele, Spiele, viele Spiele, so viele tolle Spiele, lalalala. Wow, das ist ja ein tolles Buch. Oh. Oh, mit Musik. Oh, Kinderfilme. Hier ist ja wirklich für jeden was dabei. Oh, Computerspiele gibt's auch. Da muss hier ja die Kinderbibliothek sein. Mal gucken. Ah, Kinderbibliothek. Ja, danke schön. Wow, Katharina, ihr habt ja hier sogar Hörspiele und Brettspiele. Ja, wir haben sogar Filme oder Tonis oder Toniboxen. Hast du die auch entdeckt? Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Das wäre ja was für Murkelchen. Der kann ja vielleicht auch mal vorbeikommen und sich was ausleihen. Aber der ist noch ein Kind. Kann der sich denn auch, darf der sich auch schon was ausleihen? Der darf gerne was ausleihen, wenn er schon 7 Jahre alt ist. Ja, ist er. Super. Dann bringst du ihn das nächste Mal einfach mit zur Anmeldung und danach kann er sich alles ausleihen, was er gerne möchte. Och toll. Und wie viel Taschengeld muss er mitbringen? Eigentlich gar nichts. Wenn er alles rechtzeitig wieder abgibt, braucht er nichts bezahlen bei uns. Dann schaue ich jetzt mal, Katharina, was ihn interessieren könnte. Ja. Da habe ich schon ein paar Tipps für ihn. Viel Spaß in unserer Bibo. Dankeschön. Bibo, Bibo, Babo, Bibo. Heute gehe ich nicht ins Kino. Heute bin ich in der Bibo. Stadtbibliothek, schau mal, was da geht. Voll krasse Sachen zum Lachen und wach machen. Bibo, Bibo, Bi, hier warst du noch nie. Bibo, Bibo, Ba, hier ist es wunderbar. Bücher, Spiele, Filme sind am Start. Ein Ort voller Wissen, hier wirst du richtig smart. Bibo, Bibo, Bi, hier warst du noch nie. Bibo, Bibo, Ba, hier ist es wunderbar. Lesen, forschen, ein Platz voller Schätze. Für groß und klein, hier darfst du glücklich sein. Heute lese ich ein Buch, morgen sag ich huch. Schon wieder 4 Wochen um, ich bring die Bücher rum. Bringe sie zurück, nehme neue mit. Vielleicht noch Musik, ja das ist der Hit. Bibo, Bibo, Bi, hier warst du noch nie. Bibo, Bibo, Ba, hier ist es wunderbar. Bücher, Spiele, Filme sind am Start. Ein Ort voller Wissen, hier wirst du richtig smart. Bibo, Bibo, Bi, hier warst du noch nie. Bibo, Ba, hier ist es wunderbar. Lesen, forschen, ein Platz voller Schätze. Für groß und klein, hier darfst du glücklich sein. Ja! So. Hast du was Schönes gefunden, Papa Muckel? Ja, danke. 2 Tonis für Muckelchen. Sehr schön. Oh ja, die werden ihm sicher gefallen. Einmal die Biene Maya und einmal den Rabe Socke.
Ja, da wird sich Muckelchen freuen. Das glaube ich auch. Vielen Dank, Katharina. Es war sehr schön bei dir in der Stadtbibliothek. Das fand ich auch. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. So. Oh, war das schön bei Katharina. Hier komme ich jetzt öfter her. Haha.